So, Ausbildung fertig. Aber what's next? Arbeit suchen und ab dafür und dann Rente? Klar, wieso nicht? Ist ja auch eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich aber auch noch Weiterbildungen und noch mal andere Dinge. In diesem Video geht es um noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die Selbstständigkeit. Was ist eure Idee? Damit sollte alles beginnen. Welche Vision habt ihr? Das muss nicht bis ins Detail ausgearbeitet sein, aber ihr solltet schon wissen, was ihr eigentlich wollt. Ist es eher ein Startup, also zum Beispiel mit einer technischen Idee, wie einer App zum Beispiel, oder ist es eine andere Business-Idee, wie zum Beispiel ein kleiner Laden? Oder seid ihr einfach eine Person, die nicht angestellt sein will und lieber Aufträge entgegennimmt und frei arbeitet? Auch das ist ja Selbstständigkeit. Es muss nicht direkt eine Firmengründung sein. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass ihr mehr oder weniger euer eigener Chef sein wollt. Das hört sich eigentlich super an, oder? Ihr legt euer Gehalt selbst fest, ihr fahrt in den Urlaub, wann und wenn ihr wollt, ihr stellt die Leute ein, auf die ihr Bock habt. Ist doch ein Traum eigentlich. Ja, wenn die Aufträge stimmen und alles drumherum passt, dann auf jeden Fall. Es gibt einiges, was man beachten sollte. Ansonsten können solche Träume nämlich auch ganz schnell platzen. Also, nur mal so für den Hintergedanken für diejenigen, die gerade schon dabei sind, die Kündigung zu schreiben, sich einen Namen für eine Firma auszudenken und schon einen Schreibtisch in einem Shared Office anmieten wollen. Kündigen oder mieten braucht ihr sowieso alles nicht, um weiter informiert zu bleiben. Einfach Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr, was hier auf dem Kanal passiert. Aber genug gefaselt. Es gibt natürlich noch viele weitere Punkte, die ihr beachten könnt und solltet. Ein paar weitere Tipps findet ihr natürlich wie immer auch unten in der Infobox. Aber wir fragen jetzt mal jemanden, der selbst ein Startup gegründet hat. Julian Reiniger ist zusammen mit seinem Bruder Gründer und Geschäftsführer der 5-3 Eventagentur in Bonn. Kerngeschäft sind Corporate, also Business Events und Public Events, also zum Beispiel Konzerte, Festivals und Co. So, Hand aufs Herz, Julian, ist es cool eigentlich Geschäftsführer zu sein? Schon sehr cool. Also ich glaube, wir haben uns da so schon sehr reingelebt. Wir haben klein angefangen und mittlerweile zählen wir fast 20 MitarbeiterInnen und da merkt man mal, was man da mittlerweile für eine Verantwortung trägt, wie viel, und vor allem wie viel Arbeit das auch mit sich bringt, nicht nur seine eigenen Projekte zu machen, sondern eben auch für die Mitarbeiter da zu sein und andauernd Fragen zu beantworten. Da ist jeder Toilettengang ab und zu muss gut gewählt sein, weil man recht viele Rückfragen beantworten muss, aber es ist schon, um die Frage zu antworten, sehr, sehr cool, es macht Spaß und es ist unser Traum. Du bist ja ein gelernter Veranstaltungskaufmann. Was in deiner Ausbildung hat dir eigentlich am meisten geholfen für deinen Job jetzt? Vor allem hat mir das jetzt im Nachhinein sehr viel gebracht, weil ich ja jetzt selber auch Ausbilder bin und mich immer wieder hineinversetzen kann in die Situation. Wie war das, als ich damals der Azubi war? Hat mir das gefallen, hat mir das nicht gefallen? Was könnte man besser machen? Was könnte man optimieren? Weil man da einfach, wenn man es selber erlebt hat, ist es deutlich einfacher gegenüber unserer Auszubildenden jetzt, wenn man sagen kann, ich habe das selber auch gemacht und war selber in derselben Schule wie du, gerade bei denselben Lehrern. Das ist halt irgendwie ganz witzig. Ich fand es halt super spannend, einfach mal den Arbeitsalltag mitzubekommen, denn das haben all meine Freunde, die eben keine Ausbildung gemacht haben, sondern nur studiert haben, die hatten einfach einen ganz anderen Arbeits- oder überhaupt Alltag. Und ich war der Einzige, der mal wirklich wusste, wie ist denn das, wenn man wirklich von 9 bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr jeden Tag arbeitet. Da hat man eben teilweise nicht mehr so viel Zeit. Dafür kriegt man mal wirklich Abläufe mit, man kommt richtig tief ins Unternehmen rein, man lernt einfach andere Sachen, als wenn man in Anführungszeichen oberflächlich studiert und würde rückwirkend auch sagen, das hat mich auf jeden Fall weitergebracht und hat meiner Laufbahn wirklich zu beigetragen. Ja. Was ist denn an der Selbstständigkeit ein Vorteil für dich, aber was sind vielleicht auch ja, die Schwierigkeiten? Ich glaube, Flexibilität ist ein Vor- und Nachteil in der ganzen Geschichte. Also auf der einen Seite mag man von außen vielleicht meinen, dass wir ja theoretisch machen können, was wir wollen. Wir können Urlaub machen, wann wir wollen. Wir können das machen, wann wir wollen. Letztendlich ist es auch so, wenn man dann 20 MitarbeiterInnen hat, dann kommt man zu sehr, sehr wenig, weil man so viele Leute beschäftigen muss, so viele Fragen beantworten muss, so viele Termine führt. Da muss man sich schon wirklich diese Work-Life-Balance, die man immer im Studium lernt, die muss man sich irgendwann durch Gedanken machen und sich da Termine blocken, private Termine blocken, dass man da wirklich zu kommt. Aber ja, es hat Vor- und Nachteile in alle Himmelsrichtungen, aber letztendlich sehe ich da eher die Vorteile, weil es einfach ein großer Stolz ist, aus dem, in Anführungszeichen, Nichts so sein eigenes Ding zu machen. Und ich glaube, ich würde auch jedem empfehlen, das zu tun, denn wir hatten vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren auch
die Überlegung, machen wir das oder machen wir das nicht. Mein Bruder und ich hätten auch beide in irgendwelchen Unternehmen anfangen können zu arbeiten in der Eventabteilung, aber haben uns dann bewusst entschieden, wenn wir es jetzt nicht machen, dann werden wir es niemals machen und haben uns dann entschieden, dass wir es tun und sind im Nachhinein die glücklichsten Geschwister, die man sich, glaube ich, vorstellen kann, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Danke dir, Julian. Und so könntet ihr es natürlich auch machen. Aber was braucht es da eigentlich alles? Was sind eigentlich so die Skills, die ihr haben solltet? Also wir meinen jetzt nicht Soft Skills oder Future Skills, zu beiden findet ihr übrigens hier oben im i auch nochmal extra Videos, sondern eher, wie ihr drauf sein solltet, wenn ihr diesen Schritt einer Gründung oder Selbstständigkeit gehen wollt. Wenn ihr eure Idee habt, werdet ihr nicht darum herumkommen, euch selbst gut zu organisieren. Selbstmanagement ist hier also das Stichwort. Also sowohl indirekt privat, weil es möglicherweise keine festen Arbeitszeiten mehr gibt, die euch vorgegeben sind, als auch geschäftlich, weil ihr zum Beispiel Rechnungen schreiben müsst oder Anschaffungen für eure Arbeit macht. Ein Gefühl für Management solltet ihr also schon irgendwie haben. Genauso ist es beim Thema Kreativität. Die braucht ihr nicht nur für eine Idee oder für euer Business, sondern auch, wenn es darum geht, wie es sich weiterentwickeln kann, was daraus werden kann und was neue Ideen sind. Und wenn ihr nur eine überzeugende Grundidee habt, braucht ihr Leute, die den Rest umsetzen, was mich zum nächsten Punkt bringt. Ihr braucht natürlich ein Netzwerk für Unterstützung, für Tipps und für weitere Kontakte oder einfach um jemanden zu haben, der euch die Idee oder eure Produkte oder eure Leistung abkauft. Und das führt uns zu einem weiteren zentralen Punkt, nämlich Durchhaltevermögen. Es kann sehr gut sein, dass nicht immer alles auf Anhieb klappt. Es kann Rückschläge geben oder auch einfach Ablehnungen gegen euren Plan oder eure Idee. Wenn ihr aber von eurer Idee oder Leistung überzeugt seid, dann kämpft dafür, setzt euch dafür ein und nehmt ja auch Hindernisse mal in Kauf. Die gehören genauso eben dazu. Hindernisse sind Chancen, heißt es ja. Oder so ähnlich. Beim Thema Gründung helfen euch aber auch die IHKs in eurer Nähe. Den Finder gibt es natürlich auch in der Infobox. Und wir sprechen jetzt auch mal mit René Oebel von der IHK Aachen. Auch er und sein Team beraten Startups und Technologieunternehmen in ihrer Region. Mit Blick jetzt als Beispiel auf die IHK Aachen. Wie viele Erstkontakte sind es? Also wie viele Leute haben eigentlich so ein erstes Gespräch oder melden sich und sagen, dass sie gründen wollen? Und wie viele gründen dann auch wirklich, sag mal? Also Erstkontakte in Form von telefonischen Anfragen oder auch per E-Mail haben wir so pro Jahr rund 5.200 Erstkontakte und also Intensivberatungen, die dann wirklich eine Stunde oder länger dauern, die persönlich geführt werden oder auch natürlich via oder online, da haben wir so rund 400 pro Jahr, mit denen wir sprechen können. Also ich denke schon, dass so rund 20-30% dann wirklich die Gründungsidee dann auch umsetzen. Sagen wir mal, ich bin jetzt jemand, der gründen möchte und sitze zu Hause und habe eine Spitzenidee. Wie gehe ich dann eigentlich am besten vor? Im besten Fall uns von der Idee wissen lassen, uns kontaktieren, sodass wir dann schauen können, macht es Sinn, dass die Gründerperson nochmal ein paar relevante Infos in einem Gründungsseminar bei uns erfährt oder hat er soweit schon einen Geschäftsplan erstellt, den er uns zukommen lassen kann und wir uns quasi dann mit ihr oder mit ihm darüber nochmal austauschen. Wie kann mir denn die Kammer dabei eigentlich helfen? Für den ersten Blick sicherlich erste Informationen auf unserer Homepage zu verschiedenen Themen, zum Thema Unternehmensgründung. Natürlich im persönlichen Gespräch, wo wir dann nochmal den Businessplan besprechen können oder auch Fragen, die einfach noch auftauchen, sei es jetzt Rechtsform oder auch so Dinge wie Preisgestaltung, beispielsweise Planrechnung, großes Thema. Also da versuchen wir dann noch alle offenen Fragen vor der Gründung zu klären. Wie weit geht denn eigentlich diese Unterstützung? Also begleitet die IHK einen und was kostet mich das vielleicht auch? Die persönliche Beratung ist bei uns kostenfrei bei der IHK Aachen. Und das geht quasi diese Phase vom Zeitpunkt vor der Gründung über die Gründung zum Bereich oder über die Phase der Unternehmensfestigung oder auch Unternehmenswachstum bis irgendwann viel, viel später zur Betriebsübergabe. Bis dahin könnte die Betreuung gehen. Da machen wir so gar keinen Stress. Womit könnte ein Scheitern einer Gründung schon von Anfang an minimiert werden? Also minimieren kann man
das Risiko sicher dich wirklich durch eine gute Vorbereitung. Und deshalb immer der Hinweis, dass man einen Businessplan erstellen sollte, denn der ist nicht nur für die Bank, der ist im Wesentlichen für einen selber, weil man mit der Erstellung des Plans halt nochmal alle wichtigen Punkte Schritt für Schritt durchgeht. Und wenn man dann im Nachhinein sagen kann, ich habe mich für die richtige Rechtsform entschieden, ich habe keine Förderprogramme vergessen, ich weiß, wie ich meine Kunden ansprechen möchte, ich habe eine Übersicht über meine Planzahlen beispielsweise, das minimiert das Risiko natürlich ungemein. Vielen Dank auf jeden Fall an René Oebel für die Infos. Das sind, wie gesagt, jetzt teilweise auch Infos, die nur für die IHK Aachen gelten. Also informiert euch da mal bei eurer IHK in eurer Nähe. Den Finder gibt es, wie gesagt, in der Infobox. Und Kontakte findet ihr wie immer ganz genau eben auch in der Infobox. Ihr merkt schon, eine Gründung ist nicht einfach mal mit dem Fingerschnipsen, ein paar Unterschriften hier und da gesetzt und fertig. Nee. Man braucht schon ein bisschen Hintergrundwissen, einen Businessplan, gute Kontakte, Durchhaltevermögen und vor allem eine Idee. Mindestens mal für euch. Damit geht eben auch alles los. Und natürlich auch die Frage für euch selbst. Wollt ihr eigentlich was gründen oder einfach eine Selbstständigkeit erreichen, ohne vielleicht eine eigene Firma? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Ja, also vielleicht habt ihr jetzt richtig Lust darauf bekommen, aber vielleicht sagt ihr auch, das ist vielleicht auch ein bisschen zu unsicher, das Ganze. Also kann ja sein. Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr jetzt außerdem noch ein Video, wie ihr richtig motiviert werdet. Da geben wir euch Motivationstipps. Also schaut da gerne mal vorbei. Und außerdem lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und alles, was man sonst noch tut. Danke euch fürs Zusehen. Euer Marvin und bis dann.